Sie wollen ins Pressing gehen, sie wollen ins Gegenpressing gehen und sie wollen dann schnell vertikal spielen, also sofort Raum gewinnen und um die Spitze zu spielen. Boah, Beham mit dem Kopfball fast rein. Das sind genau die Bälle, die Beham braucht. Er ist ein Spieler, der seine Qualitäten ausschließlich im gegnerischen Strafraum hat, ein richtiger Goalgetter. Und da sieht man gleich, wie es gefährlich wird, weil das macht er großartig, auch der Torhüter macht es gut. Aber das ist vielleicht etwas, was man im Spiel des GRKs bemängeln kann, dass sie zu selten in die Situation kommen oder dass sie zu selten Beham einsetzen können. Ecke für den GRK, die erste und der nächste Kopfball, diesmal von Pedro, knapp am Tor vorbei. Also das war jetzt, ja, Marke von diesen Bengalen. Es brennt momentan im Strafraum der Linzer durch die starken Kopfbälle von Peham und Pedro gleich drauf mit dieser Ecke. Super Ausschuss war das. Großartig. Ja, schnell gemacht, Pedro. Auf Sangaré. Sangaré dreht sich. Weiß, wo Peham unterwegs ist und steht. Aber die Linzer natürlich auch in der Abwehr. So, Graf, der Stadthuber heute spielt. Auf Rosenberger und der hebt den Ball gleich wieder nach vorne Richtung Peham. Bertholz. Also Tempo hat das Spiel bisher. Kostic. Ja, der Pfiff. Da liegt Brandner. Tempo hat das Spiel auf jeden Fall. Ab und zu leidet die Genauigkeit im Passspiel etwas unter dem hohen Tempo, aber grundsätzlich muss man sagen, dass die Spiele in der zweiten Liga, und ich nehme das jetzt heute zum Anlass und zum Beispiel, das ist gut, das ist kein Zufall, dass die letzten Meister, dann die Aufsteiger in der Bundesliga nie große Probleme hatten, die Klasse zu halten. Es wird gut gearbeitet, ich denke, dass wir gerade da auch gute österreichische Trainer am Werk haben, die ihre Mannschaft wirklich gut hinbekommen und sich viel einverlassen. Das sieht man hier, etwas taktisch, was System, was Ordnung angeht, Spielanlage. Das ist richtig gut, finde ich. Ja, Blau-Weiß, nachdem sie den Meistertitel geholt haben, waren die Fans dann auch ein bisschen enttäuscht, dass es jetzt nur momentan am dritten Platz unterwegs ist oder reicht für das Team. Aber auch da muss man sagen, Stadion, das gebaut wird, das dann ja auch dafür dienen soll, dass man die Lizenz kriegt, dass, wenn der Aufstieg gelingt, dort gespielt werden kann. Das Donauparkstadion. Und beim GRK auch. Die Fans natürlich dahinter, die waren auch so erfolgsverwöhnt. Der GRK da von unten durchgerauscht. Jetzt wieder blau-weiß. Aber noch immer. Brandner holt den Ball wieder, der Kapitän der Linzer. Außen jetzt Seidel. Und Sangaré. Ich glaube, es war Birkel mit der Flanke. Der kurz die Seite gewechselt hat, glaube ich. Schösswinter. 1,95 Mann in der Innenverteidigung bei Blau-Weiß. Auch das nicht ganz ohne Risiko, da hinten das Spiel beim GRK. Und ja, Birkel natürlich, vielen Dank dafür, der da gekommen ist. Das ist jetzt wieder Seidel. Und Windhager war da auch vorne nicht unterwegs und das ist wieder Seidel. Matthias Seidel, der es jetzt mit dem Abschluss Richtung Tor probiert. 18, Salzburger, der von Kuchl gekommen ist, seinem quasi Heimatverein. Ja, kann sich aufdrehen, hat die Zeit, dass er da nochmal aufschaut. Aber dann der Abschluss an und für sich so genau.
Ja, aber das war eine sehr gute Verpflichtung der Verantwortlichen in Linz. Ist der torgefährlichste Spieler in der Saison und macht wirklich eine sehr gute Figur in der zweiten Liga heuer. Sagare legt raus, Pedro wird gesucht und dann ist Schösswetter aufmerksam. Foul an Berchtold von Kostic. Zeit lässt. Das ist ja etwas zu spät dran jedes Mal, weil es die Linzer sehr breit machen im Spielaufbau von hinten weg und über die Seiten können sie es immer lösen, weil die beiden Achterpositionen des GRKs etwas zu spät, glaube ich, rausschieben. Das geht sich dann nicht aus von der Distanz her. Dann müssten die Mittelfeldspieler und auch vielleicht die Verteidigung der Roten etwas früher nachrücken, damit man eben diese Außenpositionen dort besser unter Druck setzen kann. Kostic gegen Köckl war da das Duell gerade. Blau-Weiß als Taktik vorgegeben, dass sie eben über die Seiten kommen wollen. Gegen den GRK durch die Raute, dass da die Seiten offen sind, über seitliche Flanken und Pässe nach vorne kommen wollen beim GRK. Halbe Stunde ist jetzt um 0:0 zwischen den beiden Teams. Nach wie vor das Tempo hoch. Teilweise eben leider ein bisschen die Genauigkeit drunter, aber sehr ansprechend die Leistung bisher zwischen dem GRK und Blau-Weiß. Meierhofer bisher noch nicht viel zu tun bekommen. Die ersten 10 Minuten war ein ziemliches Auflaufen vor ihm, aber dann kaum auf ihn. Die Abschlüsse gekommen aufs Tor und jetzt eine starke Möglichkeit. Windhager wird da zu Fall gebracht an der Strafraumgrenze. Oliver Fluch muss es noch erklären, aber es gibt den Freistoß für die Linzer. Hier nochmal in der Wiederholung. Rosenberger, der ziemlich gegen den Mann gegangen. Also das geht auf alle Fälle in Ordnung. Seit 5 Spielen sind sie ungeschlagen. Die letzten 3 Partien in Folge haben sie gewonnen. Blau-Weiß Linz jetzt mit einer richtig guten Chance auf die mögliche Führung nach einer guten halben Stunde. 3 Männer stehen da jetzt am Freistoßpunkt. Sich überlegen, wie sie es angehen wollen. Kostic und auch Birke. Seidel hat die Empfehlung anscheinend abgegeben, zieht sich jetzt zurück und jetzt sind es eben Kostic und Birke. Die beiden, die über den linken Flügel bisher gekommen sind bei Blau-Weiß. Ja, Kostic dreht den schön vorbei an der Mauer. Starke Parade von Meierhofer. Und jetzt gibt es gleich die nächste Möglichkeit für Blau-Weiß. Ganz stark gemacht. Kostic wird wieder ausführen. Von links ist das seine Aufgabe. Kurz abgespielt, nochmal nach vorne und jetzt der Abschluss an Super die Variante. Latinen. Super Variante. Das war richtig, sie. Richtig, richtig gut. Toller Abschluss auch, da war der Pech dabei. Die riesengroße Chance und Möglichkeit an die Latte
und innen. Ja, aber die Variante, die Stehung vorher war traumhaft. Es war wunderschön rausgespielt von der Standard weg. Da haben sie ziemlich durchkombinieren können. Kostic, der kurz abgespielt hat, und dann ist es über 2, 3, 4 Stationen gekommen, bevor dann der Abschluss da war. Wenn jetzt Fabio Strauß gefault wurde. Hier nochmal. Kostic, der kurz abspielt, dann reinläuft und dann an der Strafraumgrenze und dann sowas von raufgenagelt auf die Innenseite da fast der Latte. Das war eine super Variante, das war ein Wahnsinnstor gewesen. Ja. Das war vom Fansektor der Grazer. Da gibt es nämlich ein Jubiläum. Es war schon vor dem Spiel so, weil sie erst zugeschaltet haben für sie als Erklärung, damit da alles, ja, sie sich nicht zu sehr schrecken, wenn da alles immer wieder mal lauter wird. Das ist die nächste Feuerwerks-Bengalen-Choreografie bei den Grazer Fans. Der Fanclub eben. Das Jubiläum begeht und deshalb hier abfackelt, was es einfach so hergibt an Pyrotechnik anscheinend. Die Linzer in der ersten Hälfte waren näher dran an einem Tor. Vor allem ein richtiger Lattenhammer in der 37. Minute. Hätte die Linzer in Führung bringen können, hätte, zählt eben nicht. 0:0. Von dem Team, das seit jetzt insgesamt 8 Partien ungeschlagen ist. Der GRK dagegen seit 5 Heimspielen keinen Sieg mehr hier zu Hause in der Merkur Arena. So, das ist Pirkl, der auch sehr auffällig war und der Abschluss zu direkt. Da legt sich auch fast der Trainer Scheiblehner hin. Das war Seidel mit dem Abschluss. Pirkl wieder schön mit der Übersicht, aber dann direkt auf den Tormann. So, Achtung, auf der gegenüberliegenden Seite ist da schon Peham mit der Reingabe. Roman, du hast da auch fast gesäuft nach dieser Aktion neben mir. Vor allem war es eine tolle Aktion von Beginn weg. Das waren gute Pässe von Pirkl. Gut, das war nicht direkt in den Rückraum, aber ein guter Querpass. Direkt genommen im Strafraum. Viel Zeit gibt es dort nicht. Ja, der Torhüter hat aufgepasst. Du hast schon recht, er könnte ihn vielleicht besser platzieren können. Aber so einfach war es dann auch nicht. Insgesamt wieder ein sehr schöner Angriff der Linzer. Hellwach aus der Pause gekommen. Die Gäste aus Linz. Der GRK, ja. Auch in der ersten Hälfte ein paar Minuten gebraucht. Zumindest hat es den Anschein gemacht, bis sie da wirklich in die Partie auch reingefunden haben. Haben sie durchaus, aber vor allem eben blau-weiß von Anfang an viel Druck gemacht, da den Stempel aufgedrückt, um diese Floskel zu bedienen. Also wirklich das Spiel durchgezogen, über die Flügel gekommen. Es gibt kaum lange Bälle bisher auch in diesem Spiel. Relativ wenige versuchen es wirklich, beide Teams, vor allem aber auch die Linzer mit dem Kurzpassspiel. Da hat es eben so mal ein paar Ballstaffetten dazwischen immer gegeben, wirklich so One-Touch. Und dann die Fahne oben. Aber wir haben es in der Halbzeit ja gerade gehört, jetzt auch vom Sportdirektor des GRKs. Haben die Spielphilosophie geändert, sie versuchen jetzt mit Raute zu spielen. Das dauert ein bisschen, man sieht im Ansatz schon, was sie wollen, aber es funktioniert natürlich noch nicht einwandfrei. Ich habe das in der Halbzeit jetzt gerade erwähnt. Man merkt schon, dass die Linzer in der Entwicklung weiter sind als der GRK. Man muss Geduld haben, dem Trainerteam da weiter vertrauen, aber es ist für mich eindeutig eine Philosophie zu erkennen. Und er hat auch jetzt gemeint in der Halbzeit, dass sie sicher am Transfermarkt dann in der nächsten Transferperiode den einen oder anderen Spieler im Kader austauschen wollen, um eben dieser Philosophie treu zu bleiben. Ja, beim GRK gibt es da relativ regen Austausch mit Kalsdorf, dem Club, der in Cup ja auch gegen Salzburg gespielt hat. Auch dorthin gibt es immer wieder Laien, aber natürlich
ist das jetzt nur eine der vielen Möglichkeiten, die es natürlich gibt und gäbe. Auch im Clubs, also in den Ligen selber, gibt es immer wieder Spieler, wenn man da jetzt an einen Schösswender zum Beispiel denkt oder auch an einen Beham. Natürlich viele bekannte Gesichter, die da auch natürlich den Verein innerhalb der Liga wechseln oder auch mal von der Bundesliga runterkommen oder raufwechseln. Eben, du hast einen Strauß auch angesprochen, der dann auch für die Tore gesorgt hat. Mal schauen, was sich da alles noch tut natürlich. Bei einem Verein, der viel Entwicklungsarbeit geleistet hat und noch vor sich hat. Peham kommt gegen Schösswender zu Fall, aber Schiedsrichter lässt weiterspielen. Ja, beim GRK immer wieder, wenn es in die Offensive geht, löst sich die Dreierkette hinten auf. Das wäre eine gute Möglichkeit gewesen, das haben Sie schön rausgespielt von der Innenverteidigung. Ein guter Pass durchs Zentrum, einmal auf Rusek war es, glaube ich. Da wäre mehr möglich gewesen. Der letzte Pass von Rusek ist dann nicht angekommen, aber in der Stehung war das gut. Ja, da rutscht der Linzer dazwischen und Peham versucht es dann noch nach vorne. So, der steht und lauert schon wieder. Schösswender diskutiert da noch mit dem Schiedsrichter. Schon bevor der Pfiff des Schiedsrichters gekommen ist, hat sich Gernot Messner, der Trainer des GRK, draußen geärgert. Brandner hat die gelbe Karte schon abgeholt als einer von zwei Spielern bisher. Jetzt aber Nutz mit dem Foul an ihm. Deshalb gibt es den Freistoß 52. Minute für die Linzer. Nach wie vor keine Tore hier in Graz. Aber das Tempo auch nach der Pause hoch. Viele Zweikämpfe, wo der sportliche Leiter sich noch mehr gewünscht hat beim GRK. Heute auch viele junge Spieler. Das ist der Bruder von Sascha Kalajdzic. Das ist Daniel Kalajdzic. Der jüngere Bruder eben von Sascha. Mensa. Nichts zugelassen da beim GRK. Räume sofort eingemacht, aber auch keine Unterstützung dann bekommen. Die beteiligten Linzer Spieler. Diese Aktion. Gerald Scheiblehner, ehemaliger Juniors Oberösterreich-Trainer, seit Juni, also seit einem Jahr in etwa bei Blau-Weiß der Trainer. Ach, gut mitgespielt von Schmidt. Nicolas Schmidt, Schlussmann bei Blau-Weiß. 25-Jährige ist er alt, gebürtiger Linzer. Aber ein guter Pass, über zwei Linien fast, bis in den gegnerischen Strafraum, hat nicht viel gefehlt. Wenn der Torhüter nicht so gut aufpasst, wie es du gerade erwähnt hast, Anna, dann kommt der GRK zu einer guten Tormöglichkeit. So, da sieht man es eben, die Dreierkette.
beim GRK, die da entsteht, wenn sie in die Offensive gehen. Meistens eben hinten Graf, Ganschik und Köchl. Und da sehen wir nochmal eben diesen guten Ball nach vorne. Und auch die Übersicht des Tormanns. So, nächster Pfiff. Nächste Fahne, die oben ist, diesmal aber eben, weil der Ball rausgegangen ist. So, davor war es eben Abseitsposition. Fünfter Schiedsrichter, der da gekommen ist. Pirkel mit dem Einwurf. Ganz eindeutig zu erkennen bei den Linzern. Mensa hat sich in der ersten Hälfte ein bisschen fallen lassen. Da geht jetzt in den, sagen wir, Zweikampf. Ist keiner draus geworden. Mit dem Gegenspieler. Aber ansonsten beide Teams, eben beim GRK die Raute im 4-4-2. Da sind sie beide sehr diszipliniert. Ah, der GRK-Spieler da sofort zu Boden gegangen, aber steht auch schon wieder. Der fünfte Schiedsrichter. Links ist alles frei. Ja. Er bekommt auch den Pass und zwar ist das wieder Pirkel. Aber so wird es nichts mit dem Tor. 57. Minute. Immer noch kein Tor gefallen. Ja, da atmet er mal durch. Schlussmann. Ja, den chippt er da halt mehr rein. War wohl eher als eine Reingabe gedacht. Kein Abschluss. Stark durchgesetzt. Wir haben gesucht, aber der Gegner Strauß aufmerksam und jetzt geht es wieder über links und zwar über Pirkel. Mensa verliert den Ball. Sangaré, alles auf engstem Raum. Berthold hilft aus, spielt den Ball sofort nach vorne. Fahne bleibt da unten. Ah, Pedro geht da nicht hin. Weder in den Zweikampf noch an den Ball. So, und der ist drinnen! Die Führung für den GRK zum 1:0. Knappe Stunde ist um und Pedro macht das. Peham mit der Flanke rein von rechts und dann ist Pedro mit dem Timing zur Stelle. 1:0 die Führung in Graz. An der Mittellinie geht's los auf Peham, der spielt den Ball rein und Pedro. Super Zuspiel von Peham und auch die Abnahme im Zentrum. Der ist nämlich richtig schwer dann auch, aber der macht das perfekt. Also ein wunderschönes Tor dann auch vom GRK. Schön, wie Peham sich auf die Seite löst und dann das Zuspiel aus dem Lauf. Dort gehört er hin und schaut einfach aus.
Ist es aber nicht. Ist es nicht. Nein, außer ist es ganz und gar nicht. Man timet es richtig. Dann ganz und gar nicht. Das war großartig gespielt. Ja, richtig stark gemacht. Vom jungen Brasilianer, der 24-Jährige, der auch im letzten Spiel gegen Vorwärts Steyr getroffen hat. Diesmal ja auch mit dem Führungstreffer für den GRK. Wichtiger Spieler in der Offensive. Und da sieht man es, beim GRK eine Aktion schön zu Ende gespielt, nicht, dass sie nur eine bisher gehabt hätten, aber blau-weiß an der Statistik, was die Abschlüsse angeht, führend. Aber jetzt eben in Führung der GRK hier in Graz. Und Mensa. Da haben wir es. 3:12 Schüsse insgesamt bisher. Oh, Sangaré wird da gelegt, gelbe Karte. Gegen Kuba. Der neu auch in die Startaufstellung gerückt ist. Da hat es eben bei Gerald Scheiblehner eine ziemliche Umstellung gegeben in diesem Spiel im Vergleich jetzt zum letzten gegen die Juniors, weil er gesagt hat, die Trainingsleistung, die passt bei den Spielern und deshalb möchte er ihnen auch die Chance, die Möglichkeit geben. Jetzt wird das ihnen gleich noch zwei anderen geben. Die gleich kommen wir. Doppeltausch bei Blau-Weiß. Ja, das ist Schmidt und die lauten Urufe von den Fans. Schnell gespielt, Sangaré mit links und dann die Parade. So, 27 geht raus. Das ist Huber, der gerade auch die gelbe Karte kassiert hat. Gölles kommt neu, Julian Gölles und Pleuer, die Nummer 7. Außerdem raus geht mit der 22 Windhager. Also zwei Männer aus der Viererkette im Mittelfeld. Julian Gölles, eigentlich ein eher defensiv ausgerichteter Spieler. Und Patrick Bleuer, der schon aufgelaufen ist, ein Offensivmann. Achtung, Abschluss. Aber deutlich drüber vom neuen Mann von Bleuer, Patrick Bleuer, 21-Jährige. Die Linzer bleiben, das war zu erwarten, im System gleich. Seidel geht aus der, von der offensiveren Position jetzt auf die Sechser-Position neben Brandner. Ja, das heißt, er spielt zwar einen zentralen Mittelfeldspieler, aber durch die Art und Weise, wie er es interpretiert, ist das insgesamt das Spiel natürlich, obwohl sie das System gleich behalten, schon offensiver, weil er doch ein Spieler ist, der offensiver denkt jetzt. Ja, in der Regel. Seidel ja eigentlich auf die Position vorgerückt, da hängen geblieben. Pirkl für Huber eben, also weil Huber heute neu in der Startaufstellung ist, beziehungsweise jetzt war, weil er gerade ausgewechselt wurde, ist ja auch Seidel nach vorne in die Dreierkette rechts außen gerückt in die Offensive. Ja.
Sangaré fährt er halt gegen den Gegner, lehrt ihn da drüber. Kostic in dem Fall. Freistoß für die Linzer, die hier in Graz mit 0:1 hinten liegen nach einer guten Stunde, die gespielt ist in der Merkur Arena. So, Birkli und Kostic. Kostic führt aus mit dem rechten Kopfball. Nochmal, aber Strauß spielt den Nebenstor, trotzdem noch ein Gegner dran, deshalb Ecke für die Linzer. Auch da die Statistik klar verteilt, die fünfte Ecke für die Oberösterreicher. Ja, da ist Meierhofer, Schlussmann des GRK, dran mit der Faust. Peham, der den Ball schnell nach vorne bringt, aber Schmidt. Fast 70 Minuten um. Berchtold, der gebürtige Grazer, der eben auch der Kapitän beim GRK ist, hat in der ersten Hälfte unter anderem auch dafür gesorgt, dass kein Gegentor gefallen ist. Jetzt laufen die Linzer der Führung des GRK hinterher. Das war eine starke Möglichkeit. Fabio Strauß, aufgerückter Innenverteidiger. Groß, 1,95. Und der kommt richtig schön reingezirkelt mit links auf den Kopf von Strauß und mit der Hand gerade noch dran. Schmidt, so. Er darf natürlich nie und nimmer nach diesem dem Freistoß da so alleinstehend zum Kopfball kommen. So, aber das ist jetzt nochmal eine super Chance für die Linzer, für den möglichen Ausgleich. Der Tormann, der damit nach vorne gekommen ist, Schmidt, und da auch fast wirklich am Ball war per Kopf. Und jetzt gibt es nochmal die Ecke. Also nochmal alles nach vorne geworfen bei den Linzern. Es ist Seidel gewesen und der Tormann, der mit aufgerückt ist, hat jetzt nochmal die Chance, weil jetzt gibt es nochmal eine Ecke für die Linzer. Wohl die letzte Aktion des Spiels. Sie kommt ein bisschen zu kurz. Der Ball geht wieder in die Stange. Das war die riesengroße Möglichkeit, weil das war's. Unfassbar. An die Stange den Ball noch gespielt. Der GRK rettet damit den Sieg, das 1:0. Aber das war nochmal eine Schlussphase, wie sich das wohl ein jener, zumindest neutraler Fußballfan, auch wünscht. Weil für ihn, für Scheiblehner und sein Team, war es jetzt bis zum Schluss noch ein Riesenzittern, auch vom GRK. Aber es bleibt beim 1:0. Peham da außer Rand und Band. Dann nochmal die Ecke in der Wiederholung. Der Kopfball kommt dahin, an die Stange geflogen und irgendwie retten sie da im Verbund an der Torlinie wirklich den Ball da irgendwie weggebracht noch beim GRK. Und dann sofort der Pfiff des Schiedsrichters zum Abschluss. 1:0 gewinnt der GRK. 5 Spiele zu Hause waren sie hier ohne Erfolg und jetzt gegen Blau-Weiß Linz schaffen sie es.